Audi hat den neuen A3 Sportback mit nach Paris gebracht. Die fünftürige Version des Kompakten ist ein sportliches Leichtgewicht geworden. Dank der neuen Ultraleichtbautechnologie hat er gegenüber seinem Vorgänger stattliche 90 Kilogramm abgespeckt. Verglichen mit dem dreitürigen Modell ist der Sportback kaum länger geworden. Doch er hat nicht nur zwei Türen mehr im Angebot, der Radstand ist um knapp 6 cm gewachsen. Das sorgt zum einen für mehr Platz im Innenraum, zum anderen können die hinteren Passagiere leichter ein- und aussteigen. Jede neue Produktgeneration kriegt immer bei uns maximale Sicherheitsattention. Das beginnt in der Karosserie mit der Art der Materialien, wo Sie das richtige Material auch hin positionieren. Aber, und ich glaube, das ist schon auch ein Trend, den wir sehen, Fahrerassistenzsysteme bekommen in Zukunft eine ganz neue Bedeutung. Und dort haben wir über Lane Assist und was immer Sie sich wünschen, eigentlich alles im Petto, dass die Fahrsicherheit für den Fahrer einfach einen deutlichen Schritt besser macht. Ein weiterer Hingucker auf dem Audi-Stand ist ein Showcar namens Crosslane Coupé. Nicht einfach nur eine SUV-Studie. Weil das Auto ein herausnehmbares Targa-Dach hat, ist es gleichzeitig auch für Menschen, die Wert auf Open-Air-Feeling legen. Ansonsten dürfte die Kundschaft eher ein urbanes, freizeitorientiertes Publikum sein. Das aber ein Auto haben möchte, das nicht nur alleine praktisch ist, sondern das auch noch mit Sportlichkeit und robustem Auftritt kombiniert. Schön zu sehen, bei der Studie ist der sehr markante Single Frame, dreidimensional ausgearbeitet. Und das gibt diesen völlig neuen Charakter, das völlig neue Audi-Design, wo wir mit den Leuchten noch breiter werden. Des Weiteren haben wir die Quattro-Blister, nennen wir die, die Radanformungen, die ein Hommage an den Urquattro sind. Ob es gebaut wird, steht noch nicht fest. Sicher ist aber, dass das Design einen Ausblick auf die künftige Formensprache der Q-Modelle von Audi ist.